Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute haben wir einen kleinen Netzfund für euch und zwar aus einem damaligen BVB-Testspiel und hier hat das BVB-TV-Team rund um Norbert Dickel das ganze Spiel auch kommentieren dürfen und bei diesem Spiel wurde dann ein kleiner norwegischer Nachwuchsjunge erwähnt, der wohl in einem Spiel über 20 Tore geschossen hat und in diese Szene schauen wir jetzt mal ganz genau rein. Ich habe heute Morgen gelesen, da gibt es wirklich in Norwegen einen Spieler, der hat in der E-Jugend beim 22:0 21 Tore geschossen. Das Haaland. Ich. Der Haaland hieß der. Vielleicht sollte man sich den Namen merken, ich weiß es nicht. Jetzt spinn doch nicht rum, jetzt komm doch nicht mit E-Jugendspielern um die Ecke. Ich habe es auch nur zufällig gelesen. Ja genau, das war die erste Erwähnung im BVB-TV von Erling Braut Haaland. Und mittlerweile schießt er den BVB in sämtlichen Lagen zu Führungen oder Siegen. Ja, Erling Braut Haaland, an ihm geht kein Weg vorbei, ob in den nächsten Jahren bei anderen Vereinen oder auch bei Borussia Dortmund. Er wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren wechseln, um vielleicht seine Karriere nochmal auf ein anderes Level zu heben. Aber ich hoffe natürlich, dass wir ihn weiterhin noch beim BVB und vor allem in der Bundesliga zu sehen bekommen. Ja, wirklich ein krasser Zufall, dass es diesen Ausschnitt hier noch gab. Ja, auch sehr lustig, wie dann die Reaktion an diesen Spieler waren, aber natürlich, ich glaube, wenn man erstmal sowas hört, dann denkt man natürlich, ja gut, das ist jetzt wieder irgendein Junge, der irgendein Provinzclub jetzt hier 20 Tore geschossen hat, okay, alles klar, vielleicht ist der ein bisschen größer gewachsen als die anderen oder vielleicht physisch stärker, aber dass dann mal so ein Ausnahmetalent dabei herauskommt, das hätte man wahrscheinlich nicht erwarten können. Also, anscheinend hätte man sich diesen Namen doch merken müssen, der BVB hat es vielleicht sogar auch getan und hat ihn dann am Ende auf den Zettel, nachdem er aus Salzburg kam und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem kleinen Ausschnitt haltet und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.